Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus unserem schönen Studio in Köln. Heute geht es mal um das Thema Batteriefächer unserer Platinum-Reihe. Wie ihr alle wisst, ist unsere Platinum-Reihe komplett beleuchtet und verfügt über eine zusätzliche Searzone, beziehungsweise die größeren Modelle wie der 4- oder 6-Brenner auch über einen zusätzlichen Backburner. Jetzt habt ihr diese zwei Fächer. Die bedienen beide unterschiedliche Funktionen. Wir haben hier zum einen dieses eckige Batteriefach. Das könnt ihr hier einfach so aufmachen, kommen 4 Batterien rein und das liefert eigentlich nur die Stromzufuhr für die LED-Beleuchtung. Jetzt kommt es hin und wieder vor, dass der Backburner oder die Searzone einfach nicht richtig zünden wollen, beziehungsweise es entsteht kein Zündfunke. Dafür wäre genau dieses Batteriefach das Richtige und mit höchster Wahrscheinlichkeit liegt hier auch schon die Lösung. Ihr habt hier einen kleinen Schraubdeckel, den könnt ihr aufmachen. Und darin findet ihr eine Batterie. Wichtig ist bei der Batterie, dass der Pluspol Richtung Deckel zeigt. Habt ihr die Batterie so rum eingelegt und den Deckel wieder verschraubt, sollte die Zündung auch einwandfrei funktionieren. Falls ihr weitere Fragen zu unseren Grills habt oder Tipps braucht, kontaktiert uns gerne in den Kommentaren. Oder kontaktiert einfach unseren Kundendienst. Da wird man euch auf jeden Fall weiterhelfen.